Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sonntagsfahrer. Wir befinden uns diesmal, oh, ich muss mir den schon entriegeln, wir befinden uns diesmal beide in Essen Hauptbahnhof. Und ich fahre eine Regionalbahn nach Dortmund und der Lavand, der auch dabei ist, fährt ein Regionalexpress. Und... Genau, aber wir fahren nicht nach Dortmund, wir fahren nach Duisburg. Ach, Duisburg dann halt. Ach, was? Das ist dasselbe Ruhrgebiet. Das waren Leute im Ruhrgebiet vergrault, nein. So, dann machen wir die Tür halt jetzt erst auf. Gott, oh Gott. Das geht jetzt schon mal wieder gut los. Ich habe schon eine Minute Verspätung, bevor ich erst losfahre. Sifa. So, ich habe Sifa PZB an. Das Interessante ist, wir fahren diesmal nebeneinander her. Links seht ihr den da. Okay, Sifa funktioniert. Die Bahn vom Seidenspinner. Ich lasse jetzt noch die Fahrgäste einstellen. Hier vorne, links vorne seht ihr den Regional. Die Regionalbahn 33. Welche, ich weiß jetzt aber nicht mehr, welche Nummer ich hatte. Regionalexpress Nummer 2. RE2, glaube ich. Ja, RE2. So. Ja, Dortmund war das, ne? Duisburg. Ach, Duisburg, ach Gott. Ja, Duisburg. Dann. Ich habe hier keine ZZA-Data drin, die ich einstellen kann. Müssen wir heute ohne ZZA fahren? Ah, RB33. Weil man es auch so gut lesen kann hier, ne? Wir müssen noch warten. Was los? Ich muss noch warten, bevor ich losfahre. Ja, ich fahre jetzt gleich. Oder fahre ich doch schon vor dir? Demnach müsste das ja eigentlich auch da sein. Ich warte bis 21 und du? Ich warte bis 20 nach, beziehungsweise eigentlich bis jetzt, aber ich, Gott. Das wird wieder spannend, hier alles wieder einzurichten, während man fährt. Ich kann dir leider keine Sitzung einrichten. Das ist übrigens mein Zug von außen. BR143, wir können mal Lichter anmachen, fällt mir gerade auf. Parkbremse, können wir das auch eben noch, kurz bevor wir losfahren? Spitzensignal. Weiß, fahrend. Warten Sie bis 21. Bei mir ist du schon weg. Nicht abfahren sehen. Echt nicht? Ich muss sagen, ich habe dich überhaupt nicht gesehen, glaube ich. Rechts also zumindest nicht ganz nah bei mir, also. Ich bin immer ganz nah bei mir. Ja. Entschuldigung. Dumme Sprüche sollten wir sich verkneifen. So. Gut zu wissen. So, ich muss jetzt los in Richtung Mülheim an der Ruhr. Dann machen wir also Geschwindigkeit aufstellen. Ich will die Lok nicht losfährt. Ich habe jetzt schon wieder das Problem, dass die Lok nicht losfährt. Das hatten wir doch schon mal. Wieder ein Schlüssel irgendwo? Ach ja, wir haben Schlüssel. Einen Moment. Eine super tolle Folge, wieder richtig schön laggy. Oh. Wir müssen langsamer werden. Oh, ich habe auch schon wieder eine Minute zu spät losgefahren. Was? So. Die Kabel hängen ja auch mal wieder super über den Tasten, die ich brauche. Ah, da war's doch. Ah, nee. Hä? Ah, da fahren wir hier. Okay, dann. Ich bin doch blöd. Dann ist es halt die RB33 nach Aachen Hauptbahnhof. Oh, ihr Güterzug. Hast du ja auch gerade gesehen? Ja. Mit Kesselwagen, ne? Ja. Ich wette mit dir, ich sauf noch irgendwann an dir vorbei, weil ich nämlich, den. Weil ich ja ein Regionalexpress bin. Vermutlich nicht an die Station. Wo hältst du? Ich halte das nächste Mal in Mülheim an der Ruhr auf Bahnsteig 5. Dann sehen wir uns wieder, da halte ich mich auch. Ich muss dort sein um 15.26 Uhr und ich werde dort sein zu spät. Glaube ich zumindest. Weil ich halt gerade Käse gefahren bin, also ja, ein bisschen. Ich bin aber auch eine Minute zu spät losgefahren.
Okay, ich bin halt einfach zu gemütlich gefahren, weil, keine Ahnung. Ja, das kannst du. Aber ich muss sagen, also, ja, ich rede wieder mit der Maus. Ja, was muss man sagen? Im S-Bahn-Verkehr ist es, finde ich, schwieriger, die Zeit zu halten, als jetzt in der schnellen S1. Es gibt auch die S1 Express. Da hält man halt nicht so viel und darf, man kann auch 150 bis 160 fahren. Zwischenzeitlich, da kann man die Zeit halt doch wieder ganz gut halten. Ist zwar auch verdammt eng, aber das passt schon. Ja, ich bin S-Bahn auf der Strecke, glaube ich. Bin ich überhaupt schon mal S-Bahn auf der Strecke gefahren? Ja, ich bin ja Bock auf die Regional-Express-Strecke, wirklich. Gute Strecke. Muss mal S-Bahn. Ja, also ich bin ja die ganzen Szenarien gefahren. Ich weiß nicht, ob du von der Hauptstrecke keine Ruhe auch schon die Szenarien gefahren bist oder nicht. Nur das erste. Ah, okay. Ich habe Szenarien, habe ich, sag mal, dir überlassen. Ja. Nee, ich hätte, also auch offline bin ich jedes gefahren für mich. Ich habe einfach nur ich bestätige gerade grüne Signale, wundert euch nicht. Was ich sagen wollte, war, ich wollte ein paar andere Sachen fahren. Da hatte ich mehr Bock drauf, weil ich die ganzen verschiedenen Lokomotiven hier auf der Strecke ausprobieren wollte. Na, ich verstehe. Dann war das ein bisschen. Über die 425 schon. Also, bist du schon mal damit gefahren? Mit dem Zug? Mit der BR425? Ja, ich glaube, wir haben es ja einmal bei der 300 Versuche Aufnahmesession von, war das Wuppertal da, war das hier? Da war die gar nicht dabei, das war 422. Das ist eine andere. Ja, Menschenskinder, das musst du jetzt, war so klar, dass du jetzt wieder reden willst, ne? Nee, ich meinte, ob du in Realität. Achso, in Realität. Kein. Weil dieser Sound ist halt, den kennst du wieder, weil ich kenne die Baureihe. Also 423, 24, 25 sind ja alle sehr ähnlich. Die auch rund um Hannover immer fahren. Und deswegen kenne ich das früher, wenn ich täglich damit gefahren. Und vom Sound ist sie so gut nachempfunden, das ist wirklich spektakulär. Also den Sound, man sieht mich auch in der ersten Folge, wo ich dann hier mit auf der Strecke aufgenommen habe. Da bin ich ja auch, das erste Szenario bin ich tatsächlich noch gefahren. Ja. Also auf dem Kanal. Und aber keine weiteren. Und da sieht man auch so ein bisschen Fanboyen über den Sound. Oder hört man, sieht man nicht, sondern verhört mich Fanboyen über den Sound, weil ich das so gut nachempfunden fand. Also ich habe jetzt gerade meine Zwangse bekommen, ich habe die Zeit genutzt, um die Katze rauszulassen, weil die schon wieder am Meckern war. Warum hast du auch eine Katze in deinem Führerstand? Ja, ich komm raus, ja. Ich muss hinterherlaufen mit dem Zug. Weiß ich auch nicht. Dann rollen wir jetzt halt, okay, jetzt sehe ich dich. Ich sehe dich fest an mir vorbei, weil ich stehe. Oder rolle. Ich sehe dich noch nicht. So, jetzt. Du sollst ja wahrscheinlich auch schon beim eigentlichen Mühlheim sein. Ich soll seit einer Minute schon dort sein, ja. Das ist so korrekt. Ich bekomme gleich wahrscheinlich nochmal eine Zwangse, weil. Oh, jetzt habe ich auch eine Zwangse gekriegt. Warum? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ich hab in den ganzen Szenarien so häufig im Bahnhof, in der Endstation, ich bin mit 25 oder unter 25 gekullert und habe trotzdem eine Zwangse bekommen. Ich habe keinen Plan, ich bin sehr, sagen wir mal, sehr laienhaft, was das betrifft, aber ich habe es ja trotzdem nicht verstanden. Ich verstehe es auch andauernd nicht, warum ich hier, also man sieht mir öfter mal auf der Strecke sinnlose Zwangsen kriege. Aber ich hätte es mit Sicherheit bestätigen müssen, aber soweit ich mich recht entsinne, war das halt einfach ein Zeitraum von nicht vorhandener Reaktionsfähigkeit. Da hätte ich einen Bot haben müssen, um zu reagieren. Also gefühlt bin ich über den Magneten gefahren, habe danach direkt eine Zwangsäule bekommen. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber gibt ja Bugs. Also es gibt, glaube ich, wirklich einen Bug auf der Strecke, den weiß ich, aber der ist nicht hier, wo ich gerade die Tasse gekriegt habe.
da ist mir nämlich wirklich schon öfter passiert, dass ich tatsächlich einfach eine 2 gekriegt habe aus irgendeinem Grund. Und da habe ich dreimal es nicht verstanden. Und dass ich dreimal das Schild übersehe, gut, das könnte mir auch passieren. Aber trotzdem, ich glaube, das ist... Wait, ist da was? Zum Einsammeln oder so? War da irgendwas mit Feuerlöschern? Ja, ich glaube, mit Feuerlöschern war was. Ich muss ja immer noch mal eine Spezialepisode machen, wo ich den Plakatkleber spiele. Der Plakatkleber von Rhein-Ruhr. Ja, genau. Also nicht den Kleber, sondern den Typ, der das klebt. Ach so. Plakatkleber-Simulator. Wie fühlt sich Kleber an? Klebt ganz schön. Ja, ist ein klebriger Angelegenheit. Fernlicht, so. Türen verriegeln. Weißt du, wie ich dann heiße? Klaus. Ah, oh wow, Alter. Aus, dann. Uff. Entschuldigung. So, nächster Halt, Mülheim, Ruhr, Stürum, Bahnsteig 5 in jetzt vor einer Minute. Du bist auch sehr pünktlich, ist 29. Ich fahr jetzt los und bei mir fährst du gerade los. Ah, sehr gut. Also, beziehungsweise das... Dein Zug so gesehen, weil von mir jetzt gerade ist los. Ja. Oder schon los. Oder ich erst los. Und der, ja, ich erst so, passt besser. Ich sehe dich hier gar nicht mehr, also müsstest du schon lange weg sein. So, komm, ja. Das war jetzt aber wirklich auch mal Omas durch den Zug, beziehungsweise ich roll auch zu weit. Ja, so ein bisschen bremsen muss ich mit dem Zug auch noch üben. Aber ja, ich habe ja noch Bahnsteig gehabt, alles gut. Hey, oh, einmal ganz gebremst. Ja, man kennt's. Ja, vom Bahnsteig hat dann doch mal so ein bisschen. Markierung ist eh ein bisschen komisch, ne? Wo hier gibt es Sinn. Der Ausgang ist ja da hinten. Und manchmal ist die Markierung echt seltsam. So am Ende des Bahnsteigs und gut, eigentlich eine Haartafel, ne? Eigentlich hält Zug bei Lokführer immer eine Haartafel. Und ja, Leuten genehm ist. Aber ist hier eine Haartafel? Wenn, dann müsste sie eh weit bis weiter hinten sein, weil hier vorhin noch gehört. Da ist die Hardtop. Tatsächlich, da war eine Hardtop. Okay. Das ist so richtig. Ich vermute mal, dass ich. Aber dir bin ich ja schon an dir vorbeigerollt, ne? Ich glaube, ich hab dich beim Start überholt, sagen wir mal so. Also. Du bist jetzt wieder hinter mir. Du bist auch schneller von der Beschleunigung her. Das Ich vermute mal, du rauschst jetzt gleich an mir vorbei. Ich bin mit 2 Minuten Verspätung im Bahnhof. Eieiei. Ich habe auch so 2-3 Minuten. Aber ich muss sagen, ich habe glaube ich auch eher so das Bremsverhalten von Regionalexpress drauf als irgendwie von der S-Bahn. Also ich habe jetzt wieder vergessen, deine Bremsen pünktlich zu lösen. Ich bremse so meistens jetzt immer sehr früh schon an. Und gehe dann später dann mehr in die Eisen. Und ja gut. Nee, der rollt nur. Warum rollt denn mein Zug schon wieder nur? Jetzt fährst du an mir vorbei. Okay, das war... Ich habe das einfach mal auf F8 gedrückt und ich bin direkt in deinen Zug reingeflogen mit der Kamera. Also nee, du bist jetzt an mir vorbeigefahren. Willst du mich verarschen? Jetzt mach den Zug an! Fahr los! Danke. Na, okay. So, aus. Fahrtrichtungswender auch aus. Bremsen sind gelöst. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, dass du lösen. Danke, sind gelöst. Alle gelöst. Jetzt bitte. Und jetzt. Gib ihn nochmal. Also manchmal. Was mache ich denn wieder falsch? Könntest du jetzt bitte Leistung aufschalten? Nee. Ich rolle die ganze Zeit bergab, aber willst du nochmal, dass ich anhalte, um deine Leistung? Jetzt macht er. Sag mal. Da haben wir auch mal 2 Minuten gekostet. Ja, ja. Bei mir, ich halte jetzt in Duisburg Hauptbahnhof auf Bahnsteig 6. Das ist schon eine Endstation, soweit ist es ja nicht.
Und dann halt den Sternum oder wie das immer heißt. Sternum ist was anderes. Tatsache. Naja, Styro meinst du, ne? Oder wie man das heißt. Styro, wie man es ausspricht. Ja, gut, sind auch noch 5 Kilometer bei mir. Oh Gott, das war das. Gucken, wann ich dich einhole. Weiß ich nicht, du bist ja wahrscheinlich jetzt auch gerade in Dortmund, ne? Oder ach, in Dortmund sag ich schon, in Duisburg, ne? Dennis ich halt. Halte jetzt gleich in... Ne, ich halte als nächstes in Duisburg. Ich habe das hier ist glaube ich der Haltestelle, wo du gehalten hast. Guck mal, ob ich dich noch mal sehe. Also ich würde dich ja noch mal gerne überholen. Hm. Wenn du sehen willst, wie ich von deinem Zug überholt werde, musst du mal ein Video gucken, Papa. Also ich habe noch 4 Kilometer bis Duisburg, ne? Also es kann natürlich noch sein, dass du noch die Zeit aufholst. Also ich weiß ja nicht, was deine zugelassene Höchstgeschwindigkeit ist, der Strecke. 120. Nur 120, okay, ich darf aber teilweise bei 140 sogar fahren. Stärker kann die 143. Gleich kommt diese Stelle, wo ich jetzt sonst auch 120 gekriegt habe. Jetzt mach ich die Siegfahrt wieder kirre. Ich glaube, hier ist das irgendwo. Ich weiß jetzt nicht zu bestätigen, aber hier kommt vielleicht diese Phase. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder an die Stelle, wo ich letztes Mal auch dort stand. Aus irgendwelchen ominösen Gründen. Man kennt's. Beziehungsweise man kennt's nicht anders. Signal. Wahrscheinlich, weil du in Duisburg stehst. Ja, nicht ganz. Also ich müsste jetzt schon dort sein, aber habe noch 1,6 Kilometer bis zum Bahnsteig 6. 4,4 noch. Oder ich müsste in einer Minute dort sein. Wir hatten Geschwindigkeitsänderung interessiert mich auch nicht die Bohne, da mein Zug eh noch 120. Deswegen fährt die auch nicht mehr so häufig 143. Ich war zu langsam. Oh, es gibt ja auch die 116. Das ist ja die. Ja, es ist bauähnlich, baugleich. Und ich schaffe 160. Oder dann nehmen wir noch mal ein bisschen weniger rein. ...2,6 habe ich noch. Ich habe noch ein paar hundert Meter. Ja genau, ich mach die Scheibenwischer an, ich wollte bremsen. Warum bremse ich eigentlich mit dem Ventil? Warum bremse ich nicht mit der Tastatur? Die wichtige Frage ist, warum bremst du mit den Scheibenwischern? Das ist doch... Ach, jetzt krieg ich... Fick dich, Spiel! Da war ich ja noch mega Zeit! Leck mich am Arsch! Bin ich jetzt so aggressiv als Lokführer? Kommt mir bekannt. Ab da galten die 60, ne? Kommt mir bekannt vor. Hätte ich auch noch geschafft. Nur weil ich die Scheibenwischer angeschaltet habe. Das waren die Bremszonen, die mir fehlten. Okay, das war jetzt clean gehalten. Den 500er Magnet habe ich komplett ausgehebelt. Gut, wenn wir jetzt einsteigen, dann können wir auch aussteigen. Ja. Wer einsteigen kann, kann auch aussteigen. Das ist eine der wichtigsten Regeln bei der Bahn. Habe ich mal so gehört. So, ein paar Feuerlöscher noch. Was? Achso, ja. Nichts, irgendeine Scheiße, die ich wieder rede. Ignoriere es. Ich verstehe halt.
Da gucke ich mich so lange mal hier in Duisburg Hauptbahnhof ein bisschen um, zumindest auf Bahnsteig 6 und 5. Und nehme das mit, was hier noch so rumliegt und was man mitnehmen kann als Dings, als hier Sammelobjekt. So. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Oh, ich muss die Türen verriegeln, dann steigen wir mal ein. Hoppla. Wahrscheinlich fährst du jetzt auch noch früher von mir ab, ich sehe dich nicht mal beim Bahnhof. Kann sogar sein. Also, ja, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr fahren, aber. Ja, aber der Kollege. Gott, oh Gott. Rotes Signal. Haltegenauigkeit von 8 Meter, 10,5 Meter und 7 Metern. Na gut. Und überall zu spät. Eine Minute, zwei Minuten, zwei Minuten. So, halte ich jetzt einfach 100 Meter zu früh? Ja, scheiß drauf. Der Zug wird schon im Bahnhof stehen. So. Türen entriegelt. Ich guck mal ganz kurz, ob der Zug im Bahnhof steht. Das wäre doch. Der Lüb ist jetzt hier ein riesen Bahnsteig. Locker. Locker. Aber dein Zug? Never seen. Schade eigentlich. Doch, kannst du mal anfangen. Ich frage, wer das Szenario gespielt hat. Wenn man halt schlecht fährt, dann. Passiert sowas. Was habe ich eigentlich für eine Verspätung gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich nicht. Kannst du ja gleich eine Auswertung sehen. Hm. Auf jeden Fall habe ich eine Goldmedaille bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man nehmen. Ich denke, ich krieg nicht mal eine Silbermedaille. Gibt's überhaupt eine Bronzemedaille? Ich glaube schon. Also, ich habe es noch nie bekommen, aber ich glaube schon. Also, klar, also da gibt es ja drei Medaillentypen da, ne? Ich glaube, da musst du aber eine halbe Stunde zu spät sein. Wir werden es sehen, vielleicht kriege ich auch jetzt eine. Türen verriegelt. Dann. Geil ist halt auch, dass man. So, was macht er? Ja, liegt noch. Was kriege ich für eine Medaille? Gar keine? Hier steht keine Medaille über mir. Ist das jetzt eine Bronzemedaille oder ist das jetzt. Also beim ersten Halt war ich war immer zwei Minuten zu spät tatsächlich. Beim zweiten Mal habe ich halt dort 98 Meter zu früh gehalten. Kann auch ein Bug sein, ich hätte das ja auch mal gehabt. Ja gut, keine Ahnung. Kannst du nochmal ein paar beim Modus gucken oder so. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.